So, Hallöchen, und da sind wir auch schon wieder zum Let's Play Minecraft. Aufnahme 2, Jahr 2005, Litos Texture Pack. Und wenn ihr genau hinhört, das ist nicht die Minecraft-Hintergrundmusik, sondern eine Playlist von Opa spielt. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich mir Musik aus seiner Mediathek nehmen darf und für das Let's Play verwenden darf. Also ab sofort mit Playlist, und wir sind immer noch Einzelspieler. So, dann schauen wir doch mal, wo waren wir letzte Mal stehen geblieben? Bei unserem Tunnel. Und es ist gerade, ist es dunkel? Ja, da möchte ich doch mal bei unserem See gucken. Wenn die Hintergrundmusik zu leise ist, ich habe das gerade so ein bisschen Pi mal Daumen eingestellt mit zwei, drei Testaufnahmen, müsst ihr sagen. Also ich habe noch jede Menge Raum nach oben, die läuft gerade mit 3%. Aber 5% war mir, glaube ich, schon etwas zu laut. Ich will ja auch nicht gegen die Musik anschreien müssen. So, hier ist die Treppe. Ah, guckt mal, wie schön hell das jetzt hier am Rand ist. Das müssten wir irgendwann mal ganz rumziehen. Oh, hier wäre das natürlich auch toll drunter. Ja, das sind schon tolle Sachen, die wir hingeklotzt haben. Sie werden irgendwie immer toller. Man sollte nicht meinen, dass das hier eine Let's Play-Welt ist. So, wir. Warum sind wir eigentlich. Ach ja, stimmt, wir wollten uns das anschauen. So, dann wollen wir jetzt mal die Hopper nehmen und anfangen, das Ganze auch zu vernetzen, damit wir dann dort hinten endlich gescheit arbeiten können. Und dann mal schauen, was kommt. Währenddessen hören wir im Hintergrund Wind in den Bäumen. So, weit werden wir damit nicht kommen, das sage ich euch gleich. Haben wir irgendwie billiges Holz hier auch noch? Oder Schwarzeiche will ich ungern verballern. Können wir den Rest Birke nehmen für Kisten? Oder hier Fichte. Fichte kriegen wir jetzt ja schnell geerntet. Mach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 erstmal. So, dann mal runter. So, jetzt beginnt das Eigentliche. Wir setzen die Kisten hier hin. Von hier kommt also. So, 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 so. So, und dann gehen wir hier den Weg entlang. Ah, wieso ist der nicht? Und wieso ist der nicht? Mal, wie weit wir kommen. So, das sind jetzt also die Trichter, die uns als Pipeline dienen. Dafür wurden sie, glaube ich, auch gemacht. Nicht nur zum Items auffangen, sondern auch zum Item transportieren. Ah. Und die werden unsere Decke verschönern, verhässlichern, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber dafür ist der Tunnel ja schließlich auch gemacht. Und man könnte jetzt theoretisch von oben hingehen und über diesen Trichtern jeweils ein Loch buddeln und einen Anschluss machen. Ups, das war's schon. Oh, weiter sind wir. Ja, mit meinen 4 Stacks war ich doch vielleicht etwas sehr optimistisch. Ja, schau mal. Und dabei habe ich es doch eigentlich schon immer gedrückt. So, hier können wir das wieder reinsetzen. Ja, und wenn die Kisten irgendwann nicht reichen, können wir daneben welche stellen. Und das kann man theoretisch hier reihum machen. Sodass man am Ende wirklich eine sehr große Speicherkapazität hat. So. Wir brauchen Holz. Und da ich das gute Holz nicht nehmen möchte, gehen wir Eiche farmen. Ja, muss sein, muss sein. Wir fangen das hier an, indem wir jede Menge Holz vernichten.
Nur das Eisen lassen wir jetzt erstmal hier drin liegen und jetzt packen wir mal den Rest weg. Du bist Kies. Kommst hier rein. Dreck kommt nach unten. Hätten wir eigentlich schon längst wegtun können. Irgendwann müssen wir auch mal drüber nachdenken, ob nicht Leitern sinnvoller und schneller wären als das hier. Die könnte man ja zusätzlich anbieten, indem man hier einfach eine Reihe wegkloppt, denn das in der Mitte, das möchte ich ungerne jetzt durch eine Leiter ersetzen. Das sieht halt nicht so toll aus. So, dieses Blaue in der Mitte ist halt doch schön. Außerdem ist unser Reich ja sehr auf Wasser fixiert. So, endlich mal wieder in meinem eigenen Bett schlafen. Wenn es nicht weg wäre. Ah, stimmt, wir mussten ja umziehen. Ja, wir könnten da unten mal ein Wohnzimmer einrichten. Und sorry, wenn ich immer noch leicht verschnupft bin. Ich habe es gerade wieder gemerkt. Das macht man so unabsichtlich meistens. So dieses Hochziehen oder Aufzug spielen oder wie man es immer ausdrücken will. Man merkt, man kriegt gerade schlecht Luft und dann einmal kräftiger einatmen. So. Unabsichtlich. Also man macht es unbewusst. Das ist halt antrainiert. Das ist so ein Reflex. Schlecht Luft, einmal kräftiger einatmen und die Röhre wieder freimachen. Deshalb bitte ich da um Verzeihung. Ich versuche das schon immer zu unterbinden. Zumindest es nicht ganz so auffällig zu machen, wie jetzt gerade. Ja, hier am Hafen waren wir dieses Jahr auch noch gar nicht. So, mal schauen. Von dem Ding unter die Burg. Ach, die Burg. Immer noch schön. Also ich freue mich ja immer noch wie so ein Schnitzel über diese Burg. Die ist ja so toll eigentlich, vor allem auch mit dem Eingang hier. So, unser Drehkreuz, das sich nie drehen wird. Und dann fangen wir mal an. Gleich hier vorne. Ja, ich bin jetzt extra mal hier Holz holen gegangen und nicht auf der anderen Seite, wo wir ja wahrscheinlich für die Projekte, die wir dort noch hochziehen, das Holz brauchen werden. Von daher ist es ganz praktisch, wenn wir jetzt mal hier Holz holen. Das ja relativ nah ist. Ja komm, nehmen wir die Stiele weg und dann sehen wir ja, was da noch überbleibt. Hauptsache erstmal ein bisschen Holz in der Tasche. Nehmen wir weg, was wir sehen. Oh. Ja, der ist groß. So. Na gucken, krieg ich den noch? Jep. Dann kann schon mal ein bisschen was von dem Laub weggehen. Und wir kommen dann irgendwann wieder und machen auch den Rest weg. Bringt ja nichts, das Holz hier hängen zu lassen. Dann habe ich lieber ein paar schwebende Bäume in der Luft. Das ist schon wahr. Ja, irgendwann müssen wir hier auch mal den Dreck wegschaufeln. Nur ich glaube, vom Dreckschaufeln haben wir erstmal genug. Bei den Dreckvorräten, die wir haben. Denn wir wollen ja den Ozean erweitern, sodass er... Oh, wo ist die Burg? Hier. Hier schön direkt dort hinten reinläuft, dass wir nur noch diesen kleinen Berg hier haben, den wir auch irgendwann zubauen werden. Und im Notfall, wenn diese Bäume irgendwann stören und wir keine Lust bzw. keinen Holzmangel haben, nehmen wir halt das gute alte Feuerzeug. So, wie viel Holz brauchen wir circa? Zwei Stacks Holz für ein Stack Kisten. Also, zwei Stacks Rohholz für ein Stack Kisten. Wir wollen vier Stacks Hopper machen. Na? Wieso löst ihr euch nicht auf? Ach, sag bloß, hier ist auch dieses Problem.
das wir dort hinten haben. Das ist doch auch cool, so eine Art Stau. Ach nee. Ah, okay, dazwischen haben wir den Kies weggerissen. Daran liegt das. Okay. Naja, da das hier irgendwann eh alles weg muss oder wegkommt. Je nachdem. Das heißt, die Bäume hier wären auch nicht die Kern. Oh. Ja, das ist wirklich dann ein Fall fürs Feuerzeug. Ah, wie vermisse ich diesen Skill von MC MMO. Ach, das war schon schön. Baum anvisieren, zack, weg. Zumindest alle paar Minuten mal. Ein größerer. So, nächster Baum. Wie viel haben wir denn schon? Oh je. Nicht wirklich viel. Ja, das war mir klar, dass wir jetzt massig Holz brauchen. Deshalb bin ich auch hier hingegangen. Hier steht noch massig. Noch. Ah. Wie kam ich eigentlich auf die Idee, dass ich Holz ohne Setzlinge ernten wollte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, damit spannender bleibt. Ja, irgendwann müssen wir wirklich sehr weit weggehen, um Holz zu ernten. Hallo Schwein. Sieht man von hier noch, wo wir herkommen? Ja. So weit weg sind wir dann doch noch nicht. Aber hier stehen schöne Bäume rum. Sind das Fichten dort hinten? Sieht so aus. Ja. Oh, 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 hier muss irgendwo auch so ein Ding gespawnt sein. Also wie dort hinten so ein kleines, ein kleiner Tempel oder so Überreste von einem Tempel, denn sonst wären die nicht hier. Gut zu wissen, das Ding ist näher als auf der anderen Seite. Die machen mir zu viel Schaden, die Viecher. Die sind sehr bösartig. Aber richtig sehen tut man auch keinen Tempel. Also er muss unterirdisch sein. Aber wieso spawnen die Viecher dann oberirdisch? Vielleicht ist er auch unter dieser Insel und irgendwie ist das verbunden. So. Dann hier. Wenn wir hier zum Beispiel irgendwann abbauen, dann könnten wir auch die Pipeline nutzen, damit wir nicht immer hin und her laufen müssen, wenn das Inventar voll ist. Ach, schon interessant, dass hier die Viecher sind. Also es ist zumindest mal ein Gewässer, wo ich nicht durchschwimmen werde in Zukunft. Was war denn das da gerade? Ja, das ist jetzt aber sehr seltsam. Was ist das? Birke? Nee, das ist keine Birke, oder? Kohle. Der fliegende Kohleblock. Auch nicht schlecht. Interessante Ecke hier. Hier können wir aber auch noch nicht hier gewesen sein. Zumindest nicht oft. Sonst würden die Bäume hier nicht stehen.